Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute haben wir ein richtiges Muscle Car bei uns. Denn, nein, natürlich kein Muscle Car, sondern ein Cadillac. Aber dass dieser Cadillac einem Muscle Car in nichts nachsteht, das zeige ich euch jetzt im Video. So, natürlich ist das kein Muscle Car, sondern das ist eine wirklich tolle Limousine. Ja. Aber es war damals 1969, waren es die stärksten Cadillac-Motoren, die Cadillac je gebaut hat. Denn wie ihr ja wisst, waren Anfang der 70er, 69, 70, war ja die Hochzeit der Muscle Cars. Da war Leistungssteigerung an der Tagesordnung. Und die jungen Buben, die sich dann ein Muscle Car leisten konnten, die haben sich dann die Viertelmeile-Rennen geliefert. So, und hier hat man damals, 1969 war ja das zweite Jahr, wo es den 472er Motor gab. Und da hatte der 1969 375 SAE PS. Übrigens, schreibt mir mal in die Kommentare, was der Unterschied zwischen SAE PS und DIN PS ist. Auflösung gibt es nachher am Ende. Auf jeden Fall waren die viel höher verdichtet als die 68er Motoren und 1971 wurden die natürlich auch wieder von der Leistung zurückgenommen, weil dann die Versicherungen natürlich den Autoherstellern aufs Dach gestiegen sind, weil sich so viele Leute mit den Autos gewickelt haben. Ja? Durch die hohe Leistung, die die wirklich in den 70er Jahren hatten, beziehungsweise Anfang der 70er Jahre. Und heute geht es hier darum, dieser Wagen, erstmal ist der sehr, sehr schwachbrüstig aktuell unterwegs und wir haben noch ein Problem. Deswegen ist er auch zu uns gekommen. Und zwar hat er folgendes Problem, dass der ein extremes Zündungsklingeln hat. Ja, dieses Zündungsklingeln rührte daher, dass die Zündung permanent auf früh gestanden hat. Ja, so, wir haben uns das nämlich schon mal angeguckt und hier, wenn ihr noch unsere anderen Videos verfolgt habt, das ist die sogenannte Frühverstellung am Verteiler untergesteuert. Und hier außen haben wir ein Wasserventil. So, hier unten drunter sitzt das Wasserventil, sehr, sehr unscheinbar. Aber tatsächlich macht dieses Wasserventil gerne mal Probleme. Gerade in dem Bereich Öffnen, Schließen, in den Temperaturbereichen, so im mittleren Warmbereich. Und auch das hier hatten wir hier bei diesem Wagen hier ein Problem. Und zwar hat dieses Wasserventil in einem bestimmten Bereich einfach nicht mehr den Unterdruck freigegeben. Und somit stand die Zündung permanent auf früh und hat den Motor auf jeden Fall an seine Grenzen gebracht mit der Zündung. Ich kann das leider nicht mehr vorführen, weil das ist zu gefährlich, das nochmal zu zeigen. Wir mussten es direkt abstellen, weil uns wäre der Motor in die Ohren geflogen. Nicht direkt, aber und das wäre was kaputt gegangen. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden, deswegen erzähle ich euch das. Nachdem wir diese Unterdruckverstellung abgezogen hatten, lief der Wagen wieder einwandfrei. So, und das war jetzt auch für mich so, der Grund, warum wir dieses Wasserventil, wir haben jetzt eine Schleife gelegt und haben dieses Ventil mehr oder weniger außer Kraft gesetzt, aber so, dass man es jederzeit wieder benutzen könnte, beziehungsweise wenn wir mal einen Ersatz haben, aktuell gibt es leider nichts, dass man es wieder anschließen kann. Ne, das ist so ein Kompromiss zwischen komplett allen Schläuchen weglassen, so wie es die meisten machen. Ne, das machen wir ja so nicht. Nichtsdestotrotz funktioniert die Zündung nach wie vor, was ja auch hier das Ziel sein soll. Denn dieses Wasserventil ist nur dafür da, wenn in heißen Sommertagen, werden die Motoren sehr, sehr heiß. Und dann soll dieses Ventil soll einfach den Unterdruck freigeben von der Ansaugspinne auf diesen Verteiler, damit er die Drehzahl anhebt, durch diese Frühverstellung. Das ist alles. Damit einfach der Wasserdurchsatz ein bisschen mehr wird und dass der Motor schneller dreht, um den Wasserkreislauf in Gang zu setzen. Jetzt wissen wir, diese Autos werden nicht im Dauerbetrieb betrieben, also ist das somit erstmal kein Problem. Und wenn wir die Drehzahl müssen, muss eh angepasst werden am Vergaser. Die wird noch ein klein bisschen angepasst werden, damit der Wagen auf jeden Fall vernünftig läuft. Jetzt werden wir mal gucken, wie der Wagen sich fährt. Ob das, was wir gemacht haben, jetzt was gebracht hat. Und dann
sind wir doch wieder fertig. So, kommt mit. Falls ihr mal genau drauf geachtet habt, beim Rausfahren, ich weiß nicht, ob man das hört im Video, da klappert noch vorne etwas im Motorraum. Und zwar ist das die Heatriser-Klappe von diesem Wagen. Die, wenn die etwas lose sind, dann fangen die gerne an zu klappern, auch in bestimmten Temperaturbereichen. Das klingt schon mal gern kaputt, aber sobald der warm ist, hört das wieder auf. Haben übrigens ganz viele das Problem. Und wenn ihr mal so ein blechendes Klappern unter eurem Cadillac oder Pontiac oder was auch immer ihr habt, mal hört, und die haben so eine Heatriser-Klappe, also ein Automatic-Choke, dann ist es meistens diese Heatriser-Klappe. Aber man sollte trotzdem nochmal genau schauen. Ist aber nichts Schlimmes. Also von der Seite können wir jetzt auch ganz entspannt fahren. Das ist wunderbar, ey. Also Klimaanlage in solchem Auto ist sehr, 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 sehr viel wert. Okay, jetzt. Uiuiui. Habt ihr das gehört? Keilriemen. Müssen wir nochmal nachspannen. Also wir sind, weiß Gott, noch nicht fertig mit dem Auto. Wir sind ja jetzt gerade erst mal hier am Anfang. Der kriegt noch eine Inspektion. Die Tür war nicht zu. So. Also der Wagen kriegt noch eine Inspektion. Und Klimaservice haben wir schon gemacht, um zu gucken, ob da noch irgendwas undicht ist von der Anlage her. Aber wir haben einiges noch an Kältemittel rausgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Aber und also ich sag mal, mit so einem Auto heizt du nicht, ja? Du fährst mit so einem Auto gemütlich, und wenn du mal überholen musst oder überholen willst und du trittst aufs Gas, dann kommt da auf jeden Fall was. Das merkt man halt hier bei dem Auto natürlich schon richtig gut. Und ich sag mal, wenn wir solche Autos fahren, wir reizen das ja nie aus, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, die Kunden vertrauen uns ihre Autos an, dass wir damit nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwelches Schindluder treiben. Das sollte jedem klar sein. Ne, wir kriegen ja dann auch schon mal so Kommentare wie, ja, mach doch mal Kickdown oder mach doch mal einen Burnout. Nein, sowas machen wir nicht. Das können wir gar nicht. Also das würde ich auch nie machen mit Autos, die mir nicht gehören. Definitiv nicht. So, aber nichtsdestotrotz, im Rahmen der Probefahrt muss ich natürlich auch schauen, ob der Kickdown funktioniert. Und wenn wir mal eine freie Fläche haben, müssen wir mal gucken, weil die Schalter, die am Vergaser verbaut haben, die haben ja einen Kickdown-Schalter, die haben ja kein Gestänge, so wie die Getriebemodelle davor. Die müssen natürlich funktionieren, ja. So, weil ich kann kein Auto ausliefern, wo der Kickdown nicht funktioniert. Deswegen werden wir gleich mal ausprobieren, und da sehen wir ja, dass dieser Wagen natürlich sehr, sehr kraftvoll ist. Ja. So, wir haben jetzt eine freie Fläche. So, jetzt fahre ich gemütlich, ne? Ich tucke jetzt hinter einem LKW hinterher oder einem Traktor. Also da geht auf jeden Fall was. Bremsen sind natürlich auch gut. Diese Bremsen, die haben so viel Kraft. Ne? Ich meine, der Wagen war ja auch schon beim TÜV. Also so viel Kraft, wie diese Bremsen haben. Ich frage mich dann immer, warum man diese,
Selbst die originalen Bremsscheiben, warum man das umrüstet, warum muss man da ein Conversion Kit einbauen? Ich frage mich das immer wieder. Wenn die Bremsen vernünftig gewartet sind, dann funktioniert das wunderbar. Also hier geht es auch nicht darum, dass ich hier vergleichen will, ob dieses Auto eine Muscle Car hinterherfahren könnte. Ja, das kann der auf jeden Fall. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ja, also es soll nicht hier um irgendwelchen Muscle Car Vergleiche gehen. Ich will hier mit nur zeigen, dass diese Cadillacs 69 und 70 so derbe kraftvoll waren, dass sie den Muscle Cars in nichts nachstanden. Ja, das ist aber wirklich der Hochzeit der PS-Boliden in Anfang der 70er geschuldet. Ja, und wie gesagt, das haben die ja dann später, dann ein Jahr später, schon ab 71 fing das ja dann an, haben sie es ja Step by Step entschärft. Ne? Und dieser 472er, ich habe das eben schon gesagt, der hat 375 SAE PS und der 500er im Eldorado hat sogar 400 SAE PS. Da muss man sich mal vorstellen, also 400 PS in diesem Auto. So, jetzt solltet ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was der Unterschied zwischen SAE und DIN PS ist. Und im Grunde genommen ist es ganz einfach. SAE PS wird der Motor auf dem Prüfstand gemessen, wie viel PS der hat, ohne irgendwelche Antriebsaggregate. Und die DIN PS, ja, die deutsche Industrienorm, muss man sich mal vorstellen, ja, deutsche Industrienorm, die DIN, die misst mit allen Aggregaten dran. Motor, Getriebe, Lichtmaschine und das, was halt am Ende hinten rauskommt, das wird gemessen. Ja, so. Und da hat er natürlich weniger, aber ein Stück weit mehr Kraft wie manch andere auf jeden Fall. So. Und ich will noch mal ganz kurz was zeigen. Ich will noch mal zeigen, inwieweit diese Zündungsfrühverstellung eine Rolle spielt, wenn die nicht richtig funktioniert. Und das sehe ich leider auch immer wieder, dass diese Unterdruckdosen, die ich eben gezeigt habe, dass diese kaputt ist. Ja? Und wenn die kaputt ist, dann hat auch die Leistung hier nichts. Da kann der so viel Leistung haben, wie du willst. Dann kriegt er das nicht auf die Straße. Wir können das mal simulieren, was passiert, wenn diese Unterdruckfrühverstellung von der Zündung kaputt ist, wie sich das bemerkbar macht. Dann ist das Ding hier nämlich ein Schaf im Wolfspelz und nicht ein Wolf im Schafpelz. Du kannst hier aus diesen Motoren natürlich, wenn sie original oder beziehungsweise nach Werksvorgaben eingestellt sind, kannst du so viel rausholen. Vielen ist gar nicht bewusst, wenn sie so einen Motor haben, beziehungsweise so ein Auto, dass einige Sachen nicht funktionieren könnten, ja, wie zum Beispiel halt diese Frühverstellung. Der Motor hat zwar immer noch Drehmoment, aber du hast halt weit nicht mehr diese Leistung, die er haben muss, weil das ist ja klar, du hast ja keine Frühverstellung mehr von der Zündung. Ja. Der Zündfunke braucht immer eine gewisse Zeit, bis er abgebrannt ist. Die braucht er auch bei hohen Drehzahlen, genauso braucht er sie dieselbe Zeit auch bei niedrigen Drehzahlen. Der Kolben ist aber immer früher oben, ja, so, oder immer schneller da. Das heißt, wir müssen natürlich deswegen früher die Zündung einleiten. Deswegen auch diese Frühverstellung, die er braucht, damit er die Zündung halt auch früh verstellt. Jetzt hat er natürlich noch eine drehzahlabhängige Frühverstellung über Fliehkraftgewichte, aber die ist begrenzt bis zu einer bestimmten Gradzahl. So, ich merke jetzt schon, das Ding zieht die Wurst nicht mehr vom Teller. Wir fahren hier gerade einen Berg hoch. Ja, also ich merke jetzt schon, da kommt nicht viel. Nee, also Kraft ist da nicht mehr drin. Und ich habe auch mal ein Video gemacht, da hatten wir einen 72, das ist schon ganz, ganz alt, das waren so unsere Anfänge. Ziemlich schlimm und ich hatte damals, und jetzt nehme ich mal Stellung dazu, zu diesem Video. Das Video hat bis auf jetzt das von dem Cold Seavers Truck mit einem der meisten Aufrufe, weil die Story dahinter so interessant war. Aber als ich das damals gefilmt habe,
da waren die Mikros noch nicht gut. Und als wir das abgefilmt haben, haben wir festgestellt, scheiße, wir haben den Motorsound nicht aufgenommen. Und damals hatten wir auch noch viel Musik unterlegt. Und da haben wir dann durchgehend durch die Videos Musik gespielt. Und da haben so viele geschrieben, oh, die Musik, die nervt, die nervt, die nervt. Ja, die hat tatsächlich genervt, definitiv. Also, aber man entwickelt sich ja immer weiter, ne? So, weißt du was, ich schließe die Frühverstellung jetzt wieder an. So. Aber wir können auch gleich, wir fahren jetzt gleich nochmal in die Werkstatt und gucken, ob das Klapper noch da ist. Weil diese Heatriser-Klappe, wenn das richtig warm ist, dann hört das natürlich auf, weil dieses Bimetall macht ja natürlich diese Klappe auf. Also jetzt merkst du schon, dass der auf jeden Fall da mehr kommt. Und ist schon besser. Wenn alles funktioniert. So, wir sind jetzt fertig, beziehungsweise wir haben den Motor jetzt nochmal getestet und auch die Zündung, wie der fährt und ob dieses Zündungsklingeln nochmal auftaucht, das tat es nicht. Auch das Rasseln von der Heatriser-Klappe ist weg, weil die jetzt natürlich Temperatur hat. Ist ja klar, wenn du fährst, geht das weg. Morgen früh, wenn der abgekühlt ist, fängt das wieder an. Ich muss mal gucken, was ich da noch machen kann, ob ich da irgendwie noch eine Feder oder so einbaue. Beziehungsweise ob wir das irgendwie in irgendeiner Form noch... Wir haben so hitzebeständiges Schmierzeugs. Das ist hitzebeständig bis 800 Grad. Ob wir sie mal ganz leicht schmieren, mal gucken. Also ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Dann hat er noch ein paar bisschen Quietsche vorne. Hier ist auch noch irgendwas, Da ist auch irgendwas lose hier. Das müssen wir noch mal festmachen. Ja, hier so, das arbeitet auf jeden Fall. Das hörst du, sowas machen wir immer mit, ne, weil das stört. Wenn du so ein schönes Auto hast, ja, guck dir mal hier die Sitze an, guck dir mal das Dashboard an, ja. Die Türverkleidung, da ist nichts gerissen, ja. Der Wagen hat 22.600 Meilen. Das alles noch richtig, richtig gut und das muss erhalten bleiben, definitiv. Deswegen kannst du auch mit so einem Auto nicht so heizen, das geht nicht. Ja, das ist eure Chance, den Zaun vom Pickup zu hören. Da fahren wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Der ist jetzt fast fertig. So, was wollte ich sagen? Ja, wir sind fertig. Willkommen zurück. Nein, Blödsinn, was erzähle ich denn da? Wir sind fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich werde mich jetzt auch wieder in die Arbeit stürzen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.